Wir klären heute die spannende Frage, soll ich das Implantat über den Brustmuskel legen oder soll ich es unter den Brustmuskel legen? Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir klären heute eine häufig gestellte Frage, ist quasi wie eine Religion, aber ich erkläre euch, warum etwas der beiden Varianten besser ist. Wenn wir uns ein Brustimplantat hernehmen, wissen wir ja, dass sobald dieses Implantat eingesetzt ist, in dieser 6-wöchigen Heilungsphase eine Kapsel darüber entsteht. Keine Kapselfibrose, das ist eine überschießende Bindegewebsbildung, aber eine Kapsel. Eine Kapsel bedeutet nichts anderes, dass ein Bindegewebsfilm sich über das Implantat bildet und das Implantat stabilisiert. Deswegen soll man auch die ersten 6 Wochen wenig Sport machen und kann oder sich möglichst nicht bewegen oder vor allem den Oberkörper möglichst ruhig bewegen und kann nach 6 Wochen dann wieder alles machen, weil diese Kapsel sich gebildet hat und das Implantat gut eingeheilt ist. Jetzt ist die Frage, wohin soll ich das Implantat setzen? Es gibt grob eigentlich 3 Lagen. Es gibt über dem Brustmuskel, das heißt, das ist in der Brustdrüse, das zeige ich dann gleich auf in einer Grafik. Das heißt, man löst den Muskel gar nicht, sondern schiebt das Implantat zwischen Muskel und Brustdrüse rein. Und dann gibt es die Variante unter dem Brustmuskel, wobei es da 2 Subvarianten gibt. Das eine ist quasi dieses komplett unter Muskel. Können wir, glaube ich, ein lustiges Video dazu einblenden von einer Patientin, wenn das wirklich ist. Ich halte gar nichts davon übrigens. Dann passiert Folgendes, dass wenn die Patientin aktiviert, ihren Brustmuskel aktiviert, dann wackelt quasi das ganze Implantat mit. Schaut relativ wild aus, aber ich halte gar nichts davon. Dann macht man Folgendes, man macht einen Schnitt, also man geht unter die Drüse, geht unter den Muskel, macht einen Schnitt, schiebt das Implantat rein und näht den Muskel wieder zu. Das heißt, im unteren Ansatz, am Rippenansatz ist der Muskel festgenäht und logischerweise, wenn ich den kontrahiere, dann macht er nichts anderes, als dass er das Implantat eigentlich so zusammenschiebt. Also das ist die erste Variante unter dem Muskel, die ich so gut wie nie mache. Die zweite Variante heißt auch unter dem Brustmuskel, habt ihr sicherlich schon gehört, ist die Doppellagentechnik. Das heißt, der Muskel wird gelöst, bleibt aber unten gelöst, soll quasi das Implantat möglichst viel bedecken, aber bleibt unten gelöst und damit ist quasi bei Aktivität des Brustmuskels quasi keine Animation mehr in der Brustdrüse und das macht Sinn. Und da gibt es jetzt dann verschiedene Techniken, zeige ich euch auch gleich über die Einblendung, wie weit man den Muskel löst, bleibt der Muskel so, löst man ihn weiter oder noch weiter nach oben. Wenn man es falsch macht, dann ist gar kein Muskel mehr drüber, werden wir auch vielleicht kurz diskutieren. Aber das sind eben die Varianten von unter dem Brustmuskel. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie das auch in so einer Grafik ausschauen würde. Wir haben hier eben mehrere Varianten der möglichen Lage des Implantates. Wir sollen uns jetzt mal nicht schrecken lassen, dass die Implantate unterschiedlich groß sind. Aber hier haben wir quasi über dem Brustmuskel, das heißt, der Pectoralismuskel ist nach wie vor an den Rippen fixiert, dort wo er auch fixiert normalerweise ist. Und das Implantat wird hier quasi einfach in die Brustdrüse reingeschoben und ist wirklich nur von Brustdrüse bedeckt. Der Nachteil davon ist, dass die Kapselfibrosenrate deutlich höher ist. Der Nachteil ist, dass das Implantat den kompletten Druck in die Brustdrüse abgibt und wir wissen, dass der ganze Bandapparat, wir haben ja in einer anderen Grafik habe ich schon mal gezeigt, ich mache euch das rot, zwischen diesen Drüsenläppchen ist ein Bandapparat. Das ist dieser Bandapparat, der auch ausgedehnt und ausgeleiert wird, wenn man schwanger ist und die Brust wächst. Und genauso, wenn ich das Implantat jetzt mit dem ganzen Druck in diesen Bandapparat reingehe, dann ist Folgendes, dass das Implantat über die Jahre nach unten wandert, weil dieser Bandapparat überdehnt wird. Und der zusätzliche Druck des Implantats kann dazu führen, dass ich relativ wenig Brustdrüsengewebe nur noch in der Hand habe. Das heißt, große Implantate, die viel Druck ausüben und dann noch unter der Drüse liegen, also über dem Brustmuskel, dünnen das Gewebe aus. Und wir haben ja schon die eine oder andere Celebrity-Dame auch gesehen, die dann nach 15 Jahren Brustimplantaten nur noch einen hautfetzenden Implantat hat, weil das Brustdrüsengewebe weg ist. Also das ist über dem Brustmuskel. Die ganz rechte Variante gehe ich jetzt nach oben, das ist quasi unter dem Brustmuskel. Und das ist diese Variante, die ich gesprochen habe, wo das Implantat quasi wirklich fast komplett drunter liegt und der Muskel eigentlich wieder verbunden ist. Das ist diese Variante, wo es zu einer starken Animation kommt. Gibt es immer wieder auch Kollegen, die von diesen komplett unter 4-Muskeltechnik sprechen und so weiter. Hat quasi, in meinen Augen gibt es nur ganz wenige Patienten, wo man das machen kann, wird auch international nicht regelmäßig gemacht. Wenn etwas nicht nur von wenigen gemacht wird, muss man sich immer überlegen, ob das auch dann wirklich gescheit ist. Aber auf jeden Fall, das ist die komplett unter dem Brustmuskel-Variante und in der Mitte haben wir die sogenannte Doppellage. Die Doppellage ist auch eine unter dem Brustmuskel-Technik und da kann man jetzt eben entscheiden, wie weit man den Muskel von der Drüse löst und der Muskel kann eben bis hier ganz weit unten sein, das nennt man dann einen Tebets 1, das war der Herr, der das entwickelt hat, bis hierher gelöst, das ist ein Tebets 2 oder ein bisschen weiter noch gelöst, ein Tebets 3. Da zeige ich euch gleich noch eine andere Grafik, wo man das von vorne ganz gut sieht. Also wie weit habe ich den Brustmuskel gelöst, wie weit quasi
gibt er das Implantat frei. Und das ist eigentlich auch die häufigste Variante für unter dem Brustmuskel. Die Frage, die wir aber klären wollten noch ist, was ist jetzt besser? Ich mache so gut wie nie über den Brustmuskel. Warum? Weil es in meinen Augen nur Nachteile hat. Der erste Nachteil ist, wir wissen aus der Literatur, dass die Kapselfibrosenrate höher ist, weil weniger Durchblutung da ist und weil die Brustdrüse rein theoretisch schmutzig ist. Das heißt, die Brustdrüsen oder die Milchgänge enthalten quasi Bakterien und so weiter. Und wenn ich da beginne, noch reinzuschneiden oder das zu lösen, habe ich einfach einen höheren Bakterienfilm und daher eine höhere Variante der Kapselfibrose. Und ihr wisst ja vielleicht schon aus einem anderen Video, warum entsteht Kapselfibrose. Man nennt das eine subklinische Infektion, also es sind so ein bisschen Bakterien, die nicht wirklich was machen, aber schon was machen. Und Blut. Blut ist wieder Honig für die Ameisen. Und wenn ich viele Ameisen drinnen habe, also viele Bakterien, dann entsteht einfach diese Kapselfibrose leichter. Deswegen ist jetzt unter der Drüse nicht gescheit, weil ich einen höheren Bakterienfilm habe, den ich ja versuche zu verhindern mit Kellerfandel und weiß ich was allem. Und deswegen ist das nicht gescheit. Zweiter Grund dafür ist, warum ich das nicht mache, dass der Brustmuskel eine Stabilität im Implantat gibt. Das heißt, das Implantat liegt da und wird einfach vom Brustmuskel erstens schön in die Form gedrückt und gibt eine gewisse Stabilität. Und dadurch habe ich ein langanhaltenderes Ergebnis. Und das, was dagegen spricht, dass man immer sagt, dass es so wahnsinnig wehtut, wenn man es unter dem Brustmuskel macht, stimmt in meinen Augen nicht. Wissen wir auch schon, diejenigen, die den Kanal schon lange abonniert haben, aufgrund der 24-Stunden-Brust. Das heißt, wenn ich es richtig operiere, tut es nicht weh. Und jetzt quasi ist dann für mich irgendwie schon langsam so, wo ich nicht mehr genau weiß, warum man es eigentlich unter dem Brustmuskel machen kann. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere Kollege unten noch einen Kommentar reinschreiben und sagen so, ja, aber es gibt noch die subfasziale Technik. Und die subfasziale Technik, da müssen wir jetzt zurückgehen und alles löschen, was ich da herumgeschmiert habe. Die subfasziale Technik würde bedeuten, ich bin unter der Drüse, löse aber eine ganz dünne Schicht, die am Muskel drauf ist, das ist die Faszie. Faszie kennst du wahrscheinlich vom kraniosakralen Therapeuten oder so. Löse diese Schicht und gebe ihn so ein bisschen unter den, also nicht ganz unter die Drüse, sondern unter so eine dünne Schicht. Da werden wir auch gleich ein Foto einblenden zu dem Thema, wie dünn das ist. Und das soll mir wirklich nochmal einer erklären, wie er diese Schicht löst. Und außerdem wissen wir aus der Tumorchirurgie, wenn wir einen Brusttumor entfernen, dann müssen wir den Brusttumor mit der Faszie entfernen. Und was passiert? Es blutet wie Schwein. Also deswegen ist diese Technik für mich auch relativ fraglich. Ist auch eher anekdotisch berichtet. Und deswegen ist es gescheit, das Ganze unter dem Brustmuskel zu machen. Und das, was ich euch noch schuldig bin, ist eben diese Variante, die es gibt unter dem Brustmuskel Doppellagentechnik. Die erste Variante dieser Tebetz 1, also übrigens der Herr, der das quasi entwickelt hat, bedeutet, dass der Muskelrand unten gelöst ist, damit es zu keiner Animation kommt, aber das Implantat nahezu vollständig vom Muskel bedeckt ist. Die zweite Variante ist, dass wir den Muskel von der Drüse ein bisschen mehr lösen. Und die dritte Variante ist, dass es schon bis zum Brustwarzenhof gelöst ist. Wenn jemand von euch da draußen nach so einer Variante ein mediales Rippling hat hier, dann ist leider Gottes Folgendes passiert, dass nicht nur der Brustmuskel so gelöst wurde, sondern auch hier am Ansatz vom Brustbein. Und das ist das, was man nicht machen sollte eigentlich. Also man sollte den Brustmuskel wirklich nur bei der Drüse hier lösen und am Ansatz vom Brustbein immer dran lassen. Aber das sind eben diese drei Varianten, die wir haben quasi für die Doppellagentechnik. Das ist international das häufigste. Und ich glaube, es ist nochmal relativ logisch, warum über den Brustmuskel oder zumindest in meinen Augen nicht sinnvoll ist, weil es nur Nachteile hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt wieder mal auf Kommentare. Die Klingel drücken und abonnieren mittlerweile ist wichtig. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, glaube ich, wisst ihr, wie ihr mich erreicht. In diesem Sinne einen schönen Tag und bis bald beim nächsten Video. Ciao.